Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Mount & Blade Bannerlord. Mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit dem mächtigen William Marshall. Und wir könnten theoretisch, glaube ich, sogar diese drei Steppenbanditen angreifen. Die Frage ist halt, ehrlich gesagt, was wir da klauen wollen, ne? Oder und was wir da von denen erbeuten wollen und warum wir die angreifen, weil also insofern laufe ich jetzt einfach mal weiter. Wir wollen ja gerne noch ein paar Gefolgsleute anwerben und auf dem Weg dahin, da suchen wir uns auch nochmal die ein oder andere Armee aus. Vielleicht kommen wir auch mal gegen den Looter, ich weiß es nicht. Zeig mir übrigens doch nochmal ganz kurz, wie sieht es aus. Ja, es braucht noch ein bisschen, bis wir bei Clantier 2 sind, also das wird noch eine Zeit lang in Anspruch nehmen. Im letzten Part war meine Turnierquote ja jetzt nicht gerade berauschend. Da habe ich echt ein paar Mal ganz übel Bareinzahlungen auf meine Kasse gekriegt. Aber man lernt ja dazu. Wir spielen in der neuen Version 1.4. Das heute ist der zweite Part um 18 Uhr. Eigentlich war für heute ein Livestream geplant. Den muss ich aber verschieben, weil ich meinen kranken Vater besuche. Und dementsprechend wird es den Livestream dann halt am Sonntag geben. Schauen wir mal kurz hier in die Taverne. Schauen wir mal kurz in die Arena. Was ist das hier für ein Turnier? Was gibt's hier wieder? Ah, okay. Eine Rüstung. Hm, okay. Ja, aber zumindest gibt's hier ja die Option, Ruhm und Ehre zu erlangen. Alter. Was ich gerade total merkwürdig fand, war, dass meine Kamera viel weiter hochgegangen ist, dadurch, dass ich da im So, ich hätte ihn gerne im Nahkampf. Ui, okay, ich hätte ihn doch nicht so gerne im Nahkampf. Okay, ja. Nochmal hinterher gehauen. Ja. Also irgendwie hat sich die Kamera krass verändert. Dadurch sagen die Experten natürlich, geh doch in die Ego-Perspektive. Tatsächlich muss ich sagen, die finde ich überhaupt nicht gut. Die mag ich gar nicht. Komm, schieß auf ihn. Ach Mann, ey. Ich wollte jetzt gerade ihn ein bisschen näher kommen lassen. Damit nämlich auch mein Kompagnon auf den Nahkampfangriff wechselt. Jetzt kann ich nämlich hier besser blocken, in der Hoffnung, dass mein Fernkämpfer noch lebt. Oh ja, der lebt noch. Das war jetzt meine Hoffnung, wenn er mit dem Rücken zu unserem Fernkämpfer steht, der ja auch tatsächlich ein... Okay, gut, das ist ein Armbrustschütze. Das kann tatsächlich sein, dass der mit dem Bogen gar nicht so gut ist. Aber meine Vermutung war, wenn der mit dem Rücken zu uns steht, dann bringt uns das hier mehr, ne? Oh ja, aua. Oh, der hat sich schnell umgedreht. Der übrigens auch. Junge. Ja, da haben wir keine Chance gehabt. Aber krass, der hat sich schnell umgedreht. Junge, Junge, Junge. Ja, ich fange schon wieder gut an, ne? Otisia. Okay, pass auf, wir laufen erstmal nach Seonika. Bist ja echt ans andere Ende der Welt, ne? Aber vielleicht laufen wir noch nach Poros. Da könnte sein, dass es da noch ein Turnier gibt. Warte mal, ach, jetzt sind die mich abgefangen, ne? Okay, gut, ja, dann haben wir einen Kampf gegen Mountain Bandits, Attack. Wir haben auch noch einen Verbündeten dabei. Den können wir übrigens folgen. Okay. Meine Leibwache. Junge. Ach, ich mag das nicht, dass das Pferd in eine andere Richtung reitet. Okay. Oh, das ist nicht gut, was ich hier mache.
Ich mag das nicht, dass das Pferd die Richtung ändert. Wenn ich hier meine Position ändere, seht ihr das? Wenn ich woanders hingucke, dann reitet das Pferd auf einmal. Dann invertiert sich nämlich ab einer gewissen Stelle die Maus. Okay. Oh Mann, Junge, das hast du echt nicht gut gemacht. Ja, und jetzt erwischen sie mich am Ende noch, ne? Das ist so blöd, ey. Das ist echt mega blöd. Da stehen die da in diesem Gebüsch und ich treffe die da nicht, obwohl die direkt vor mir stehen. Jo, da killt er am Ende noch mein Pferd. Auf das Hottehü muss ich auch gut aufpassen. Wenn das nämlich nicht mehr ist, dann könnte es auch nochmal gefährlich für mich werden. Okay, das war der dickste Strauch, den ich hier wahrscheinlich treffen konnte. Okay. Ich könnte jetzt hier mal so einen Stein aufheben und mal gucken, ob ich einen Headshot damit schaffe. Aber, ja. Wow, wir kriegen 1,8 Renown. Das ist fast, als würdest du... Ah, guck mal da, wir haben Leute befreit. Schenken wir ihnen die Freiheit. Tun wir das? Ich kann dir ja auch nicht als Garnison spenden momentan, weil ich möchte ja nicht als Vasall hier dienen, ne? Aber gut. Ja, nach Poros wollten wir eigentlich. Vielleicht teilt da auch unser Mitstreiter noch einmal. Und wir warten erstmal hier, bis erstmal ein bisschen unsere Wunden auskurieren. Was hat der für eine Mission? Nee. Was ich mir tatsächlich noch gefallen lassen würde, wäre diese Truppenausbildung, ne? Weil das ist ja wirklich, das wäre ja wirklich auch noch eine Mission, die zu ihm passen würde. Ja, bitte verkauft es mal. Diese batanische Harnisch ist auf jeden Fall besser als das, was wir haben. Also von daher, warum nicht? Ui, wir haben Wolle erbeutet und Käse. Guck mal, den Käse haben wir vielleicht, haben wir den Käse sogar schon gegessen? Kann das sein? Kann sein, dass er den Käse schon gegessen hat. Es gibt ein Turnier. Ich habe nur 71 Hitpoints, ne? Wir können noch ein bisschen warten. Ah ja, und ich muss natürlich noch in die Taverne und den Typen hier verkaufen. So, was war das jetzt hier? Wahrscheinlich hätte ich den anheuern können oder so, ne? Ah, wir haben noch Skillpunkte. Okay, ich würde sagen... Ja gut, Athletik habe ich auch schon gemacht, ne? Gib ihm mal hier noch einen Punkt. Und was machen wir noch? Wir haben so oft mit Einhandwaffen gekämpft. Komm, wir geben ihm da noch einen Bonus drauf, oder? Wir machen da mal mit, aber wir starten wahrscheinlich auch... Ah, interessant, ein Helm gibt's, okay. Wir starten auch nur mit... Okay, gut. Oh, shoot, das machst du nicht gut, Junge. Oh. Da habe ich Pferde getrampelt. Der hat das geblockt, krass. Ich muss den Bogenschützen noch verteidigen. Da war ich zu dicht an ihm ran. Hier übrigens auch wieder. Hier, das ist übrigens der Grund, warum ich der Meinung bin. Also jetzt nicht, dass ich das demonstrieren wollte. Ich habe jetzt hier einfach verkackt. Aber das ist der Grund, warum ich meinen wollte oder gesagt habe, dass dieses Umtänzeln nicht mehr so gut geht. Weil die KI sich sehr schnell drehen kann und das antizipiert halt, ne? Wo man
Ja, mach mal bitte. Wir kommen trotzdem weiter. Und dass er schnell antizipieren kann, wo man da hinläuft. Ne? Und deswegen, Alter. Trifft er auch nochmal? Okay. Also es ist halt ein imperialer Palatiner, eine imperiale Palatinerwache. Das sind halt so mit die besten Bogenschützen des Imperiums. Und eigentlich hätte der, glaube ich, ein bisschen häufiger treffen können. Ja, ne? Ja, nächste Runde. Alter! Ich meine, diese Schwerter hier, ne? Haben auch gefühlt die Reichweite von der Briefmarke, ne? Also, das ist ja krass. Wir haben gerade gegen Pharaon gekämpft, ne? Das ist. Ist das nicht der. Ist das nicht einer der Kaiseranwärter? Ist das nicht einer der Anwärter auf den Thron? Kämpfen jetzt auf jeden Fall gegen unsere Palatinerwache. Die ist auch minimal besser gepanzert als wir. Wenn wir Schwein haben. Wenn wir Schwein haben. Dann haben wir noch ein paar Kopftreffer, wenn wir. Oh, Alter, der hat eine größere Reichweite als wir. Ui. Hab ich ihn jetzt getroffen? Ich glaube nicht, ne? War nicht das nichts zu machen. Der ist einfach so viel schneller. Das ist so krank. Also da brauchst du echt schon. Man braucht halt echt mehr Reichweite. Oder ich brauch mehr Reichweite, ne? Mann, ey. Was mit dem? Komm, wir reden mal mit dem. Ist der irgendwie ritterlich oder irgendwie sowas? Erzähl mir mal was von dir. Aha, okay. Aha. Hat viele Leute in Kämpfen getötet. Aha. Mhm. Okay, der ist also eher so ein Straßengang-Typ oder was? Erzähl mir mal mehr, vielleicht höre ich da noch was. Okay, also er lässt sich, er ist so ein Söldner halt, ne? Okay, ja, weiß ich nicht. Bin ich mir noch nicht so sicher. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, ne, der edle William, der hier mit seinem Kompagnon das Gesindel irgendwie das wegelagernde. Lauf nochmal nach Poros zurück, wir warten da noch ein bisschen. Das wegelagernde Gesindel irgendwie angreift und sowas, ne? Aber irgendwo muss man ja ein paar Standards versuchen hier in diesem Spielgeschehen noch umzusetzen. Ich warte mal zumindest, bis wir wieder auf 100 Hitpoints sind, ne? So. Laufen wir mal nach Seonika. Ja, also woran liegt's, dass die Gegner... Woran liegt es, dass meine Gegner so schnell attackieren können? Da gibt es wieder eine Sparta, okay. Oh, und du bist weg. Ja.
das Turnier könnte recht schnell vorbei sein. Ja, ich weiß noch nicht so ganz. Ich habe noch einen Ass im Ärmel und mein Ass ist grün. So, gucken, wer gewinnt das hier? Der Veteran oder der Kataphrakt? Ich setze auf den Kataphrakt. Weil der einfach auch wahrscheinlich wieder eine 100-mal dickere Rüstung hat. Und so ist es dann auch gekommen. Ui, das war schnell. Oh, hey. Er hat mein Schild durchbrochen und ich konnte danach nicht mehr attackieren. Also ich hatte eigentlich schon zur Attacke ausgeholt, so. Na gut, aber kann ich auch verstehen, dass man ein bisschen, betäubt, ne, in so einer Situation. Okay, pass auf, weißt du was? Ich lauf mal safe hier rüber. Ich lauf mal safe hier hin. Haut ihr euch bitte die Köpfe ein. Wenn sich meine Teamkollegen hier löschen, dann bin ich damit eigentlich wieder ganz cool. Nimm dir mal nur einen mit. Oh, nimm dir mal nur einen mit. Ich kann gar keine Schildschläge hier machen, was ich jetzt echt nicht so cool finde. Oh! Ey, ich hab den vorher... Oh, Alter! Der ist krass gepanzert, der Typ offenbar. Ich hab dem ja vorhin schon einen Speer in den Bauch geworfen und dann habe ich den noch... Und dann habe ich noch einmal am Kopf getroffen mit dem Säbelchen hier, weil ich hatte. Krass. Okay, aber ich merke so echt, die imperialen Turniere, die sind echt nichts für mich. Ich schaffe die nicht mehr, schätze ich. Nee. Ich habe es versucht, noch den einen hier zu fokussen, aber es geht nicht. Ich erwische den nicht. Ja. Shit, ey. Ärgert mich jetzt. Ja. Das ist halt blöd, weil du kannst dein Team halt nicht befehligen, ne? Der läuft halt vor und ist dann halt weg. Also irgendwie noch nicht so genial. Ja, was ist die Alternative dazu? Ich weiß es nicht, ne? Wir kriegen halt nur Ehre, wenn wir die Dinger hier gewinnen, ne? Okay. Aha. Ui. Oh, wow, okay. Gut, dann hat mein Team da den Job wohl nicht so gut gemacht. Alpan der Verrückte. Der sieht doch ziemlich verrückt aus. Ne. Okay. So, Ortizia, schauen wir mal, ob wir da unseren nächsten Gefolgsmann finden. Und dann können wir vielleicht auch nochmal. Dann können wir vielleicht wirklich mal so ein paar Räubern das Handwerk legen. Ne? Dann könnte man ja auch hier das Ganze auch so ein bisschen rollenspielerisch rechtfertigen. Na, oh, da war übrigens gerade jemand, mit dem ich noch reden könnte. Aber zuerst reden wir mal mit der Schildmaid. Was die so meint. Erzähl mir mal was von dir. Okay. Sie kommt aus einer guten Familie. Mhm. Mit viel Land. Also dann muss sie ja mindestens landadlig sein, würde ich mal fast vermuten. Oder zumindest eine reiche Bäuerin. Hören wir mal. Okay, sie wollte immer eine Schildmaid sein. Hat kämpfen geübt. Aber es war merkwürdig.
Ah, weil das nicht so gern gesehen wird, ne? Bei den landbesitzenden Familien. Und ja, das, also war das auch bei ihrem Vater. Wollte nicht unbedingt heiraten. Okay, und sie hat alle Ehemänner irgendwie abgelehnt. Oder möglichen Ehemänner. Oh, sie wurde sogar von ihrem Mann gehauen, als sie ihn beleidigt hat. Also er hat irgendwie sie beleidigt und sie hat ihn beleidigt und so. Ein Wort ergab das andere. Und dann hat er ein Messer gezogen und dann hat sie ihrs gezogen und sie hat gewonnen. Junge, das sind komische Sachen. Also. Pff. Aber sie hat ja, glaube ich, ehrenhaft als Trade, ne? Also insofern würde ich sagen, komm. Aber die Story passt echt nicht so wirklich gut, ne? Ah, okay, also es wurde gesagt, das wäre ein faires Duell gewesen. Gut, alles klar, dann. Also, sie hat keinen Mord begangen. Okay. Ich bin versöhnt, ja. Sie durfte aber nicht mehr erben dafür. Okay, und das macht ihr aber nichts aus, weil sie so für Schnickschnack und Luxus eh nicht so viel übrig hat. Okay, aha. Und jetzt führt sie das Leben einer Kriegerin. Aha, alles klar. Man kann nicht für Ehre kämpfen, wenn man nicht weiß, wo die nächste Mahlzeit herkommt. Also deswegen ist sie da jetzt als Söldnerin unterwegs. Okay, gut. Ja, komm, dann nehmen wir sie doch mit für 513, die Schildmaid. Vergrößern unsere Party etwas. Kriegt sie noch eine Ausrüstung? Okay. Einen Gaul vielleicht. Ja, Alternative wäre, wir setzen sie auf einen Esel. Ich weiß nicht, will ich irgendwann mich auf ein Kamel setzen und auf ein Kamel in die Schlacht ziehen? Nicht so wirklich, ne? Okay, gut. Rüstung müssen wir wahrscheinlich so ein bisschen zusammengaunern, mehr oder weniger, fürchte ich. Okay, die hat viele Nahkampfskills auf jeden Fall. Ja, krass, also die ist echt. Okay, hier hat sie keine Punkte ausgegeben, merkwürdigerweise. Mach hier Deflect. Swing Speed. Ah ja. Das ist Quatsch. Aha, interessant. Geben wir ihr mal die Fähigkeiten hier mit. Sie soll ja eine gute Kämpferin sein. Und du hast irgendwie auch. Jetzt hier noch Punkte, okay. War das vorhin schon so? Ich kann es gerade schlecht sagen, ne? Die ist übrigens recht gut mit Zweihandwaffen. Vielleicht geben wir ihr die Zweihandwaffe, die der Inrik hat, ne? Und vielleicht geben wir ihr den Streitkolben. Das ist auf jeden Fall besser als so ein rostiges Schwertchen. Wir sind über unserer Kapazität. Dann nimm bitte noch einen Sturgeon. Okay, nimm noch zwei Sturgeon Trotter mit. Das sind ja keine teuren Pferde hier, ne? So.
Und was machen wir mit der Frau? Das sehen wir im nächsten Part. Ich sage erstmal danke fürs Zugucken und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Dann laufen wir mal Richtung Varnovapol und vielleicht gewinne ich auch irgendwann nochmal ein Turnier. Ich würde mich sehr darüber freuen, weil sonst könnte das echt noch ein bisschen dauern. Ich brauche halt noch 73 Renown-Punkte. Ach so, habe ich euch irgendwelche Sachen zugewiesen? Nicht wirklich, ne? Komm, ich mach dich zur Quartiermeisterin und du wirst mein Arzt. Die hat Reiten 1, okay. Bei der müssen wir tatsächlich vielleicht mal gerade gucken. Übrigens, Moment, das machen wir nochmal schnell. Hier. Der gebe ich mal gerade Nummer 2, damit ich der sagen kann, dass die unmounted, ne? Dann sehen wir das etwas schneller. Ja, vielleicht schauen wir mal, dass wir jetzt auch so ein paar Räubern das Handwerk legen. Das wäre vielleicht ganz gut, weil sonst dauert es wirklich sehr, sehr lange. Ich freue mich auf den nächsten Teil mit euch. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete. Ach so, ja, stimmt. Eine Sache noch ganz kurz. Also das ist ja der Part jetzt, der um 18 Uhr online kommt heute. Eigentlich war für heute ein Livestream geplant, für 21 Uhr. Das kann ich aber nicht machen, weil ich meinen Vater besuche. Und also ich habe um 21 Uhr leider keine Zeit. Ich habe das jetzt mal auf Donnerstag verschoben. Würde mich freuen, wenn wir uns am auf Sonntag verschoben. Würde mich freuen, wenn wir uns am Sonntag zum Livestream sehen. twitch.tv/GüntherShadow. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Bis dann sage ich, macht's gut und Pax Vobiscum, Valete. Und ich versuche auch bald wieder historische Hintergründe mitzuliefern.